Hey Leute, Jürgen Wagner, der Pack-Artist hier. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich dachte mir, ich mache heute einfach mal einen Vlog. Ich habe die ganze Nacht nichts geschlafen, weil ich am neuen Channel-Design gearbeitet habe. Ja, es wird ein neues Channel-Design geben. Aber warum ist das so? Ganz einfach. Als ich die Idee hatte, hey, ich starte mit YouTube, mache da meinen Kanal auf, war es so, dass ich einfach von überall das genommen habe, was gerade da war. Ja, also ich habe mir fürs Logo aus einer 3D-Zeichensoftware ein Objekt genommen, das ich bereits hatte und habe das einfach nur ein bisschen verändert. Und dann ein Screenshot gemacht und das war dann das Logo. Ich bin selber nicht stolz drauf, aber ich brauchte etwas, um zu starten. Auch das Intro. Ich meine, das Intro, ich habe das damals bei Fiverr bestellt für $5 und genau so sieht es auch aus. Hat einfach keine Persönlichkeit mit mir. Es hat nichts mit dem Kanal zu tun, nichts mit dem, was ich hier fabriziere. Und deswegen habe ich gesagt, hey, es wird alles neu gemacht. Das ist auch der Grund, warum ich vielleicht zurzeit mit den Videos ein bisschen hinterherhinke. Es ist einfach so viel Arbeit drumherum, die man nicht sieht. Viele meinen immer, so einen YouTube-Kanal zu machen, das ist so, ja, machst du nebenher. Aber das ist eben tatsächlich nicht so. Also allein die Bearbeitung eines Videos, jetzt mal ohne, dass man jetzt die Dreharbeiten mit reinrechnet. Ja, also nur die Bearbeitung am PC, zum Beispiel bei meinem Gallium WhatsApp-Smiley-Video, dauerte die Bearbeitungszeit am PC 16 Stunden. Das sind 2 Arbeitstage. Ja. Wenn man dann die Effekte und alles noch mit reinrechnet, den Sound, ja, dann ist man da locker bei 3 Arbeitstagen. Ohne Dreharbeiten. Also das heißt, es ist wirklich unglaublich viel Arbeit, so ein Video zu machen. Deswegen wäre es wirklich schön, wenn ihr mir einfach mal ein Like da lasst. Der 3D-Drucker hier hinten wird jetzt dann auch nochmal sauber gemacht, wird neu bespannt und wird auch wieder zum Einsatz kommen, da ich nämlich gerade dabei bin, ein riesen Stargate zu drucken. Ja, ich bin schon ziemlich weit, wobei das Projekt tatsächlich ziemlich viel Arbeit in Anspruch nimmt. Dafür wird es richtig genial. Genau, das steht in der Zukunft an. Was steht denn noch so in der Zukunft an? Ich glaube, ich nehme euch einfach mal mit. So, hier seht ihr einen nicht ganz aufgeräumten Tisch, auf dem schon eines der nächsten Projekte für euch bereit liegt. Was das genau ist, wird allerdings noch nicht verraten. Yes, so, wir haben auch letzte Woche Aufnahmen gemacht, indem wir Riesenluftballons, solche Dinger hier, mit Gas gefüllt haben und die mit Hilfe von Feuer und Pfeil und Bogen zum Explodieren gebracht haben. Das war auch eine richtig coole Sache, es sind ein paar richtig coole Aufnahmen entstanden. Die wird es nächste Woche geben, sofern nichts dazwischen kommt. So, jetzt habt ihr mal einen kleinen Überblick davon bekommen, was die nächsten Wochen noch alles auf euch zukommen wird, beziehungsweise warum ich es vielleicht nicht immer ganz genau schaffe, alle 7 Tage ein neues Video hochzuladen. Aber wenn sich das mal alles gelegt hat, dann wird auch das funktionieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein Abo dalässt, sofern ihr das nicht schon getan habt. Und wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wenn ein neues Video online geht, dann drückt doch einfach auf die Glocke. Ganz kostenlos und unverbindlich.